Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Ich hatte Ihnen wilde Geschichten versprochen jenseits des Standardmodells. Und die Schleifenquantengravitation, die Loop Quantum Gravity, die zählt definitiv dazu. Und natürlich müssen wir uns die anschauen auf unserem Weg von Aristoteles zur Stringtheorie. Die Feldtheorien haben uns mächtige Modelle an die Hand gegeben zur Beschreibung dieser Welt. Die Quantenelektrodynamik, die uns zeigt, wie Photonen und Elektronen wechselwirken, also letztendlich Licht und Materie. Die Quantenchromodynamik, die uns gezeigt hat, wie Quarks und Gluonen diese kleinsten Bausteine zusammenfügen, Protonen und Neutronen in den Kernen der Atome, die dann zusammen mit den Elektronen das bestimmen, was wir um uns herum hier so sehen, was hier so kreucht und fleucht. Die Quanten-Flavor-Dynamik, die uns dann gezeigt hat, wie es zu Zerfall kommen kann, mit so eigenwilligen Vorlieben für linkshändige und rechtshändige Teilchen und Antiteilchen und solche Sachen. Aber wir haben das immer wieder reingebracht in die Theorie, immer wieder unter einen Hut befrieden können und das Ganze zu einem Standardmodell bilden. Zusammen mit dem großen Flaggschiff der Feldtheorien, der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, die dann die Gravitation beschreibt, konnten wir eine Weltformel aufstellen. Wunderbar. Die große Spaßbremse in dem Ganzen war dann die Tatsache, dass wir die Weltformel halt nicht ausrechnen konnten. Verschuldet durch die vielen Unendlichkeiten, die wir uns eingeschleppt hatten, obschon es dann ein Verfahren gibt, die Renormierung, mit deren Hilfe man versucht ja gerade diese Unendlichkeiten wieder vor die Tür zu setzen, was bei manchen Theorien ganz gut funktioniert hat, bei der Quantenelektrodynamik zum Beispiel. Auf die Gründe sind wir detailliert eingegangen mit der kleinen Kopplungskonstante und all diesen Sachen. Und bei anderen Theorien ist es halt schwierig. Insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie, die weigert sich halt statthaft. Da ist es nicht möglich, diese Unendlichkeiten in irgendeine Konstante oder in irgendeinen Messwert oder in irgendetwas hinein zu versenken, gewissermaßen. Wenn Sie sich erinnern an das Beispiel mit dem Stausee, da hatten wir ja in der Quantenelektrodynamik ganz erfolgreich diese auftretende Unendlichkeit durch die Vakuumenergie ausgetrickst, indem wir nur die Oberfläche eines Stausees betrachtet haben. Und wenn Sie da jetzt Energie investieren, um Wasser hineinzupumpen, so steigt diese Oberfläche an um eine bestimmte Höhe. Diese Höhe können Sie übersetzen in eine Energie. Das heißt, wenn Sie abpumpen oder über eine Turbine ablaufen lassen oder was auch immer, können Sie diese Energie wieder freisetzen. Nachts können Sie wieder hochpumpen, das ist ja das Prinzip des Pumpspeicherkraftwerks. Und jetzt betrachten Sie nur noch diese Oberfläche und dieses Schwanken an der Oberfläche und die tatsächliche, faktische Tiefe des Speichersees spielt keine Rolle mehr. Da rutschen halt jetzt die Mathematiker ganz nervös auf ihren Stühlen hin und her, weil unendlich tief darf er aber dann doch nicht sein, dieser Speichersee. Auch das hatten wir alles detailliert gemacht. Hat uns zu der Überlegung geführt, wir müssen dem Treiben irgendwo ein Ende setzen. Das hat uns dann auf die Planck-Einheiten geführt. Also dieses Mindestmaß an Entfernung, das problematisch wird, weil bei der Zusammenführung der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik, die Quantenmechanik hier so eine Unschärfe mitbringt, wodurch sich alles ein bisschen in Bewegung befindet. Und diese Energie, dieses Zittern, diese Ungenauigkeit, entspricht einer Energie. Wenn Sie immer genauer und genauer hinschauen, dann ist dieses Zittern, diese Unschärfe so groß, dass hier der Schwarzschildradius aufgrund der vorhandenen Energie auf dieser Kleinstheit unterschritten wird und dann wird es zum schwarzen Loch. So, soweit jetzt, damit wir alle nochmal hier zusammen sind. Das ist die Grundlage, die wir jetzt in den vorausgehenden Videos uns erarbeitet haben. Und jetzt gilt es, einen Weg zu finden,
hier auf natürliche Art und Weise eine Kleinstheit zu finden, zu definieren, einzuführen in diese Theorien, eine Kleinstheit, unter die wir dann nicht mehr kommen und die dann diese auftretenden Divergenzen entschärft. Das ist hier so mal die Stoßrichtung. Also schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Klassische Mechanik. Das ist die Welt, die ist völlig in Ordnung. Da gibt es irgendwelche Dinge, die sind da unterwegs in dieser Welt und die haben eine klare Geschwindigkeit. Die sind also an einem Ort zu einer bestimmten Zeit und haben irgendwelche bestimmten Größen wie Impuls und Energie und all solche Sachen. All das findet statt auf einer unveränderlichen Bühne. Das sind jetzt Koordinatensysteme oder wie auch immer. Im weitesten Sinne ist es eine Bühne, auf der diese Teilchen, auf der alles an Phänomenen stattfindet. Die Quantenmechanik schließt sich da an, agiert auch auf dieser Bühne. Gibt es ein paar Besonderheiten, dass erst ein Messprozess jetzt wirklich diese definierten Größen festlegt dann. Und da gibt es auch so Unschärfegeschichten. Aber im Wesentlichen ist es immer noch das Agieren auf einer unveränderlichen Bühne. Die Quantenfeldtheorie ist ein bisschen besser wieder, noch einen Schritt weiter, weil sie, anders als die Quantenmechanik, jetzt Raum und Zeit gleichermaßen behandelt. Bei der Quantenmechanik hatten wir ja gesehen, da gibt es das große Problem, dass Raum und Zeit zum Beispiel in der Schrödinger-Gleichung unterschiedlich behandelt werden. Das widerspricht natürlich vollkommen dem Konzept der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber wie gesagt, die Quantenfeldtheorie ist dieses Problem schon mal losgeworden, aber agiert immer noch auf dieser überall vorhandenen, omnipräsenten Bühne. All diese Felder, all das, was hier angeregt wird, all das, was diese Theorien ausmacht, existiert in einem Raum. Und da gibt es auch eine Zeit. Also das ist jetzt bei der Betrachtung der allgemeinen Relativitätstheorie wird genau das zur Krux, weil auch hier haben wir eine Feldtheorie, aber das Feld dieser Theorie ist die Raumzeit selbst, die Bühne. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt also in ihren Feldgleichungen ein Wechselspiel von irgendetwas und dieser Bühne. Dieses Etwas krümmt jetzt beispielsweise den Raum, diese Bühne, und lässt Zeit anders vergehen. Das ist der grundlegende Unterschied. Wir haben einmal diese großen Feldtheorien, die sich auf einer unumstößlichen fixen Bühne bewegen und eine Feldtheorie, die mit der Bühne selbst arbeitet. Und darin liegt ein großes Problem. Wir brauchen also ein neues Konzept für die Beschreibung der Bühne, für die Beschreibung der Raumzeit. Wir müssen insbesondere eine Beschreibung finden, die es erlaubt, die relativistischen Quantenfeldtheorien unabhängig von dieser neuen Beschreibung der Bühne zu machen. Ad hoc wirkt es immer so, als wäre die Quantenfeldtheorie sowieso die totale Anarchie. Wenn Sie sich erinnern, wir haben doch alles zugelassen, alle Wege, alle Pfade, alle Feldkonfigurationen und sonst irgendwas. Ja, Achtung! Trotz allem sind wir hier festgenagelt auf diese feste Bühne. Das sehen Sie allein daran, dass wir immer dieses Kausalitätsprinzip erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen jederzeit gewährleisten, dass nichts Information schneller transportieren kann als mit Lichtgeschwindigkeit. Dadurch müssen Sie immer eine klare Vorstellung dessen haben, wie sich das Licht ausbreitet in Ihrer Bühne. Die Ausbreitung des Lichts hängt aber wieder an der Raumzeit, also an der Bühne selbst. Damit sind Sie schon untrennbar, kleben Sie da an dieser Bühne. Auch wenn Sie scheinbar alles immer zulassen in den Quantenfeldtheorien. Also wir müssen uns jetzt hier irgendwie lösen. Die ART ist da unkritisch.
die ist zwar völlig schmerzfrei, ändert ja ohnehin permanent die Bühne. Diese Störungen, also das Ganze ist ja immer zusammengefasst in dem Begriff der Metrik, also wie sich jetzt diese Bühne gerade an dieser Position verhält. Und diese Störungen oder Anregungen von solchen Änderungen der Bühne, die können sich sogar ausbreiten. Das nennen wir dann Gravitationswellen. Also hier sind wir mal völlig auf der sicheren Seite. Diese Forderung nach einer neuen Bühne, von der jetzt die Dinge irgendwie unabhängig sind, das nennt man Background Independence. Unabhängigkeit von diesem Hintergrund, von dieser Bühne. Eng verbunden mit dieser Frage ist natürlich die Wahl, die freie Wahl eines Koordinatensystems, mit dem ich diese Phänomene beschreibe. Das ist eigentlich eine ganz triviale Sache. Dummerweise hat es einen sehr anspruchsvollen Namen. Das ist Diffeomorphismeninvarianz. Nicht erschrecken, ist eine ganz triviale Sache. Ich zeige Ihnen am besten ein paar Bildchen. Also wenn man hier ein paar Phänomene hat, irgendwie gekennzeichnet durch geometrische Objekte jetzt hier, dann darf es keine Rolle spielen, mit welchem Koordinatensystem ich die beschreibe, diese Phänomene. Wenn ich irgendwelche Gleichungen aufstelle, dann ob ich das jetzt mit kartesischen Koordinaten mache oder ob die irgendwie anders gestaffelt sind oder ob die irgendwie wild geschwungen sind oder ob das Polarkoordinaten sind. Es muss hier auf jeden Fall eine freie Wahl bestehen in der Wahl dieses Koordinatensystems. Insbesondere kann man, wie Sie gesehen haben, auch direkt verzichten auf so ein Gitter und man schaut sich einfach nur diese relativen Entfernungen an von einem Objekt zum anderen. Das hat wieder einen Überbegriff Relationismus. Das ist schon Leibniz hat sich da Gedanken dazu gemacht. Einstein war dann wieder mal der richtig tief eingestiegen ist ins Thema. Er hat versucht, die allgemeine Relativitätstheorie relationistisch zu formulieren, also in Bezug setzend diese Objekte zueinander. Wenn ich jetzt hier so ein Objekt habe und ein zweites und dann stelle ich mir die Frage, wie setze ich den Bezug und habe es aber mit einer Krümmung zu tun, die hier herrscht, dann muss ja das irgendwie berücksichtigt werden. Und da war der Ansatz von Einstein, einen Vektor zu nehmen und zu schauen, wie der Vektor, was der so erleidet, wenn man den von einem Objekt zum anderen schleppt, wie man das nennt. Also wenn der hier so mit dieser Krümmung hier entlang gefahren wird. Aber wir wollen da gar nicht zu tief rein. Das hat nämlich tatsächlich ins Nirvana geführt. Also Einstein konnte das nicht zu einer schlüssigen Theorie formulieren. Die Idee war aber interessant und auf die wollen wir gleich nochmal zurückkommen. Wie wollen wir jetzt also die Unschärfe da reinbringen in die allgemeine Relativitätstheorie? Das ist ja auch so ein Thema, das wir noch befrieden müssen. Wir müssen weg von der Beschreibung von einem festen Punkt zu einer festen Zeit und von irgendetwas, was sich da bewegt, hin zu einem Schwanken, aber keinem Schwanken in diesen Koordinaten, sondern einem Schwanken in der Krümmung oder in der Metrik. Wir wollten was Wildes machen. Jetzt stecken wir mittendrin. Also, wir nehmen einen Raum, in dem wir alle möglichen Schwankungen solcher Metriken, einer solchen Metrik abbilden. Und das führt dazu, also wir machen gewissermaßen Schnitte, weil wir diese Symmetrie von Raum und Zeit separieren müssen. Also man nennt es ADM-Formalismus, nach diesen drei Herren, die diese Idee hatten. Wir separieren also raumartige Strukturen. Und wie bringen wir den zeitlichen Verlauf zustande? Indem wir diese Schnitte, die wir jetzt in diesem Raum, diese Krümmungen gemacht haben,
aneinanderreihen, so wie so eine Art Daumenkino. Dadurch sehen wir diesen zeitlichen Verlauf. Das heißt also, wir haben raumartige Hyperflächen und eine sogenannte Foliation, also eine Aneinanderreihung, eine Blätterung, würde man wohl im Deutschen sagen. Das wird so aufgefächert, aufgeblättert, dieser raumartigen Hyperflächen. Und das kann man tatsächlich in einer Gleichung formulieren. Das ist grundsätzlich geglückt. Das ist die sogenannte Wheeler-De-Witt-Gleichung. So, damit wären wir jetzt eigentlich mal einen großen Schritt weiter. Aber daran, dass ich die Gleichung gar nicht anschreibe, erkennen Sie schon wieder, da ist etwas faul. Ja, wir können sie halt mal wieder nicht ausrechnen. Insofern können wir auch nicht verifizieren mit irgendwelchen Experimenten oder was auch immer. Also diese Gleichung ist so nicht zu lösen in der Allgemeinheit. Wieder mal eine kleine Spaßbremse. Aber der Gedankenanstoß hat gefruchtet. Es kamen sofort Leute, die hatten neue Ideen, wie man jetzt hier weiter bohren könnte. Zum Beispiel ein Inder, Abhay Ashtekar. Der hat diese Idee von Einstein nochmal aufgegriffen, wie man jetzt hier so eine relationistische Formulierung hinkriegen könnte. Aber er hat eben jetzt hier keinen Vektor geschleppt oder sich nicht angeschaut, wie der Vektor hier die Strecke durchleitet, sondern er hat diesem Vektor noch zusätzlich eine Eigenschaft gegeben, die man Spin nennt. Das Ganze wird dann zu einem Spinor, so ähnlich wie ein Vektor, aber eben mit diesem zusätzlichen Wert. Man könnte das den beliebig nennen, man nennt ihn eben Spin, weil er erinnert an diese quantenmechanischen Spin-Formulierungen. Ashtekar hat nun akribisch die gesamte allgemeine Relativitätstheorie umgeformt, mit Hilfe dieser relationistischen Überlegungen mit seinen Spinoren, also man nennt sie heute Ashtekar-Variable. Und das Ergebnis war sehr nah an diesen feldtheoretischen Darstellungen. Das war natürlich eine tolle Sache. Also überhaupt die Wheeler-De-Witt-Gleichung, da fühlt man sich schon fast zu Hause. Das ist eine ganz einfache Geschichte da gibt es wieder so eine Lagrange-Funktion, eine Lagrange-Dichte genauer gesagt, und die Ableitungen liefern wieder so eine Hamilton-Funktion und die liefert wieder quantenmechanische Operatoren. Und sobald man quantenmechanische Operatoren hat, kriegt man eine quantenmechanische Beschreibung dieser Raumzeit. Das ist alles straightforward. Das war ganz einfach für die theoretischen Physiker hier zu verstehen, worum geht's. Ashtekar hat nun das Ganze auch noch in eine Art und Weise gebracht, die sieht alles sehr, sehr ähnlich aus wie das, was man aus der Quantenfeldtheorie gewöhnt war. Ja, toll, tolle Geschichte. Jetzt musste man nur noch diese Wheeler-De-Witt-Gleichung lösen. Und tatsächlich fanden dann Lee Smolin und Carlo Rovelli mit Hilfe dieser Ashtekar-Variablen eine Klasse an Lösungen. Der Trick war der, dass sie diese Spinorenbetrachtungen, die war zyklisch. Man hatte also ein Objekt, das dort endet, wo es beginnt. Also eine Schleife gewissermaßen. Nennen wir es mal Loop. Und aus diesen Loops oder aus diesen Schleifen musste man nun diese Raumzeit aufbauen aus diesen Lösungen. Das war es eigentlich schon. Dann hatte man natürlicherweise eine quantisierte Raumzeit, weil sie ja aus solchen Loops bestand. Man hatte natürlicherweise eine Unabhängigkeit vom Hintergrund, also diese Background Independence, weil es gibt ja gar keinen Background mehr in der ganzen Überlegung. Der Hintergrund selbst, die Bühne selbst, besteht ja jetzt aus diesen Loops, aus diesen Schleifen. Das heißt, diese Aneinanderordnung dieser Schleifen, dieser kleinsten, winzigsten Schleifen, konstituiert nun diese Raumzeit.
auf der das Ganze spielt. Das ist Background Independence ist gegessen, diese Diamorphismen-Invarianz sowieso. Volle Fahrt voraus. Und wie sieht es jetzt aus, dieses Häkelmuster, aus dem diese Welt gewoben ist? Da gibt es den Begriff des Spin-Netzwerks. Der soll das beschreiben. Und da gibt es jetzt natürlich Darstellungen. Es ist immer, man muss immer ein bisschen zurückhaltend sein, aus meiner Sicht, diese mathematischen Formulierungen jetzt für unsere Gehirne darzustellen. Aber es gibt natürlich die ganz humorlose Variante, man nimmt einfach Graphen. Das heißt, man hat irgendwelche Knotenpunkte und Verbindungslinien, die einfach zeigen, wie diese Spinoren da geschleppt sind. Und da gibt es irgendwelche Pfeile, die diese Richtungen angeben und Beschriftungen. Und das ist so die pure Buchhaltung gewissermaßen. So, das ist also so einen Bereich, einen solchen Graphen sieht man jetzt hier. Und aus solchen würde sich dann so ein Spin-Netzwerk zusammensetzen. Okay, aber viel witziger ist natürlich eine geometrische Ansicht. Dafür muss man aber in eine Darstellung wechseln, die ist mathematisch gleichwertig, nur ein Abstraktionsgrad höher, und zwar das sogenannte duale Darstellung dessen. Und zwar nehmen wir einfach mal so einen Knotenpunkt, so einen Punkt, und lassen davon Linien weggehen. Spaßeshalber jetzt hier mal 6 Stück. Das gibt einfach die schöne Möglichkeit, eine ganz einfache Figur zu bauen, nämlich einen Würfel. Wir wollen nämlich jede dieser Linien, die von dem Knotenpunkt weggehen, wollen wir mit einer Fläche schneiden in einer gewissen Art und Weise, sodass daraus ein geometrisches Objekt wird, eben ein Würfel. Jetzt haben wir nicht festgelegt, wo wir schneiden. Das können wir geschickterweise dadurch machen, dass wir dem Knotenpunkt einen Wert geben. Und dieser Wert steht für das Volumen des Körpers, der entsteht. Damit ist die Geschichte festgelegt. Diese Flächeninhalte sind jetzt korreliert mit dieser ersten Darstellung, dieser buchhalterischen Darstellung über die Graphen, mit diesen Zahlenwerten entlang dieser Linien. Das ist nicht genau der Flächeninhalt, da ist noch eine Gleichung dazwischen, aber die stehen dafür, die korrespondieren. Wir haben jetzt den Würfel genommen, den trivialen Fall. Im allgemeinen Fall ist es irgendeine Geschichte, da gehen irgendwie eine Anzahl von Linien weg und jede führt zu einer Schnittfläche. Und im Knotenpunkt ist wieder das Volumen dieses Körpers, der jetzt hier entsteht. Ja, und dann kann man das anhand dieser Tetraeder oder anhand dieser Figuren visualisieren. Jetzt ist es so, dass die Flächeninhalte in dieser Visualisierung nicht wirklich der Größe entsprechen im Verhältnis, wie das sein müsste, sondern über Farben kodiert man diese Flächeninhalte. Also wenn Sie hier eine Fläche sehen, die rot angemalt ist, dann ist es eine sehr kleine Fläche. Das ist wie im elektromagnetischen Spektrum. Rot kleine Energie, blau große Energie. Also eine blaue Fläche wäre eine größere Fläche, also eine Fläche mit größerem Inhalt. Ist hier noch irgendjemand da heute? Wir wollten wilde Sachen machen, jetzt haben Sie wilde Sachen. Also wir haben Flächen, die diese Objekte kennzeichnen. Die Farben stehen für den Flächeninhalt. Alles spielt sich jetzt hier quasi auf Planck-Skalen ab. Und jetzt kann man das visualisieren. Und das Schöne, man sieht auch daran jetzt, dass wenn man so eine duale Form wählt, die Flächen nicht beliebig sein können. Also wir haben jetzt hier sowas wie Randbedingungen, und das ist, wenn Sie das hören, müssen Sie sofort aufspringen und sagen, Quantisierung. Genau. Hier hält die Quantisierung Einzug. Nicht alle
Durch diese Konstruktion sind nicht alle Flächeninhalte möglich. Es gibt also immer nur sprunghafte mögliche Lösungen. Und die Flächeninhalte springen dann typischerweise in der Größenordnung von Plancklänge mal Plancklänge, die so eine kleinste Fläche ausmachen. Also 10 hoch minus 35 Meter mal 10 hoch minus 35 Meter gibt 10 hoch minus 70 Meter. Und beim Volumen sind es halt 10 hoch minus 105 Meter. Also Meter hoch 3 und bei der Fläche natürlich Meter Quadrat. Jetzt wollen Sie es natürlich mal sehen, wo ich schon so lange davon erzähle. Also das finde ich grandios. Das hat uns nämlich das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik zur Verfügung gestellt. Finde ich großartig. Sie kennen es wahrscheinlich auch unter Albert-Einstein-Institut. Da hatten wir ja auch schon Gastreferenten hier bei unserem Kanal. Also vielen Dank an dieser Stelle für diese Kooperation. Ermöglicht Ihnen, dass Sie auf der Planck-Skala jetzt durch die Kleinheit von Raum und Zeit fliegen. Also die Farben stehen für die Größen der Flächen. Da, wo Sie keine Flächen sehen, da ist auch nichts. Da ist weder Raum noch Zeit, sondern die Raumzeit spielt sich jetzt nur entlang dieser Oberflächen ab. Und in der zeitlichen Entwicklung würden jetzt bei diesem Graphenmodell würden Linien kommen und gehen, würde sich das alles verändern anhand dieser Werte. Entsprechend haben Sie auch hier Flächen, die kommen und gehen. Und hier, das ist dieses Wabern auf der Kleinstheit der Plancklänge. Und Sie fallen halt nie unter diese Kleinstheit dieser Sprünge. Das heißt, all diese Probleme, die wir hatten, wenn Punkte so nah aneinander geraten waren, dass sie quasi null Abstand hatten und dann irgendwie so der Abstand im Nenner aufgetreten war, meistens auch nur quadratisch und das Ganze uns um die Ohren geflogen ist. Jetzt haben wir immer zwar eine wahnsinnig kleine Zahl, aber nicht null. Das ist der Clou. Das liefert die Schleifenquantengravitation. Hier verhindert sie, hier spannt sie den Rettungsschirm. Hier verhindert sie diese Divergenzen. Das heißt, immer wenn es richtig zur Sache geht, extrem hohe Energien, extreme Krümmungen, schwarze Löcher, Urknall, all diese Geschichten, da wo die Singularitäten auftauchen, bislang, da sind wir sie los. Da ist Schluss mit diesen Unendlichkeiten, weil sie eben nie unter dieses Mindestmaß fallen. Es gibt eine kleinste Körnung von Raum und Zeit, die geometrisch eine bestimmte Form hat, die von diesen Gleichungen der Loop Quantum Gravity, dieser Schleifenquantengravitation bestimmt wird. Und damit sind wir auf der sicheren Seite. Das hat dazu geführt, dass ein deutscher Physiker, Martin Bojowald, 2008, der war dem Ashtekar gefolgt an die Pennsylvania State University und hatte dort geforscht und eben ein Modell entwickelt zum Urknall. Und Sie kennen ja alle diese Bilder, wo jetzt von links nach rechts die Zeit läuft und dann diese inflationäre Phase kommt, also der Urknall aus der Singularität startet und dann sich Raum und Zeit hier öffnen. Beziehungsweise der Raum hier öffnet und die Zeit nach rechts läuft, so muss man sagen. Und wenn Sie jetzt nie unter diese kleinste Körnung fallen, ja, und Sie schauen genauer und genauer und genauer hin, dann kommen Sie am Ende auf so eine quantisierte, also stufenförmige Darstellung. Es passiert ja jetzt nur noch in Schritten von diesen Planck-Einheiten. Und dann kommt es nicht zu diesem Urknall. Das ist das Modell, das man dann diesen Bounce nennt. Also landläufig sagt man gerne mal diesen Big Bounce, angelehnt an Big Bang oder diesen Quanten-Bounce oder was auch immer. Tatsache ist, demnach könnte das Universum eine Vorgeschichte haben, weil es ja nicht aus dieser Singularität kommt, sondern die Vorgeschichte läuft in einem Zusammensturz, auch dann letztendlich, wo es dann hart auf hart geht, quantisiert bis zu dem kleinsten Quantum und von dort aus geht es dann wieder auseinander. Also das ist das Modell dieses Bouncing Universe.
Könnte auch schon beliebig viele solcher Bounces im Vorfeld gehabt haben. Muss ich nochmal von wilden Geschichten reden? Also, all das ist jetzt möglich. Wie sieht es denn dann aus mit den Dichten? Das Problem ist doch nicht nur, dass wir hier Singularitäten haben mit Energien und all diesen Sachen, sondern auch die schiere Dichte, wenn das Volumen kleiner, kleiner, kleiner wird. Na klar, wenn Sie auf ein endliches Teil hinauslaufen, da gibt es zwar ein paar Schmutzeffekte und ein paar Verschlechterungen. Also die genaue Grafik, die sieht dann so aus. Also wenn man das dann immer weiter verdichtet, dann sieht man hier einmal diese theoretische Kurve, die wir von unserem Urknallmodell kennen, die dann nach oben wegsaust, diese rote Kurve. Und dann hier diese Punkte, die jetzt die Loop Quantum Gravity vorgibt, wo man sieht, aha, ja, das modelliert eben für große Bereiche sehr schön, diese Kurve, die wir erwarten und kennen. Und die steigt dann auch schön an und dann franzt sie auch so ein bisschen aus, wenn es hart auf hart kommt, fällt sie aber wieder ab und geht eben dann schnurstracks auf diese Kleinstheit. All das klingt natürlich jetzt zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich, ja, kommen wir mal zu den Problemen der Schleifenquantengravitation. Das größte Problem aus meiner Sicht auf theoretischer Seite liegt darin, dass diese Beschreibung wunderbar funktioniert in der Kleinstheit. Also wir haben in unserer Betrachtung so eine kritische Kante, ab dann versagt unsere Welt und unsere Modellbildung der Welt und dahinter funktioniert diese Quantenschleifengravitation jetzt wunderbar. Sie hat aber ein Problem, diesen klassischen Limit zu modellieren, also diesen klassischen Grenzwert. Soll heißen, jenseits dieser kritischen Kante funktioniert es wunderbar, aber das diesseits, die Welt, in der wir hier leben und die wir wunderbar beschreiben können mit unseren aktuellen Modellen, die vermag die Schleifenquantengravitation eben nicht so sauber zu beschreiben. Es fehlt an diesem klassischen Limit, an diesem Grenzübergang hin zu unserer Welt. Das ist natürlich okay. Jetzt sagen die Freunde der Theorie, das kriegen wir schon dahin. Ja, also zumindest hier würde ich mir als großes Problem sehen. Auch diese Befriedung, wir haben hier jetzt Quantenmechanik und allgemeine Relativitätstheorie ganz gut unter den Hut gebracht. Und trotzdem knirscht es noch ein bisschen mit der Quantenelektrodynamik, der Quantenchromo und der Quantenflavordynamik. Aber okay, wie gesagt, da würden jetzt die Befürworter einfach sagen, ja, lass gut sein, da müssen wir uns halt noch hinsetzen, das kriegen wir schon hin. Üblicherweise werden solche Dispute dann damit geregelt, dass man einfach sagt, gibt es denn nicht irgendwelche experimentellen Beweise? Das letzte Wort hat ja immer die Natur, wie wir alle wissen, seit Werner Heisenberg. Das heißt, welche Prognosen macht denn jetzt diese Theorie, die man überprüfen könnte? Okay, sie prognostiziert ein bisschen das Verhalten an schwarzen Löchern. Das ist natürlich alles utopisch, das messen zu können. Also diese so Hawking-Bekenstein-Überlegungen und auch Hawking-Radiation, also Hawking-Strahlung, hätte eine gewisse Signatur. Wir haben noch nie Hawking-Strahlung gemessen, geschweige denn, dass wir so eine Signatur daraus finden können. Das kann man alles vom Tisch wischen. Aber das ist das wirklich Interessante. Diese Theorie, die ist so nah an diesen klassischen Modellen, wie wir sie haben, dass tatsächlich sich jetzt Prognosen formulieren lassen. Zum Beispiel müssten Photonen dadurch, dass sie sich jetzt durch diese Raumzeitkörnung bewegen, einen winzigsten Schaden erleiden. Der ist jetzt so natürlich im Labor nicht messbar, aber die Astronomen heben natürlich sofort den Finger und sagen, Moment, wir haben Objekte auf der Pfanne, die sind Milliarden von Lichtjahren entfernt. Das Licht ist auf unvorstellbar weiten Strecken unterwegs zu uns. Und wenn es hier unterwegs winzigste Schäden hätte,
würde sich das aufsummieren zu einem Effekt, den man tatsächlich messen können müsste. Je näher jetzt man an diese Kleinstheit kommt, umso stärker wäre dieser Schaden. Das heißt also, die hochenergetischen Photonen, deren Wellenlänge kürzer ist, näher dran ist, immer noch viele Größenordnungen weg, aber zumindest mal näher dran ist an diesen Kleinstheiten, würde stärker leiden als das Licht mit den Energien größerer Wellenlänge, die eben nicht so nah dran ist an diesen Kleinstheiten. Das müsste auch Verschiebungen der Geschwindigkeiten dieser unterschiedlichen Lichtanteile zur Folge haben. Das heißt also, härteres, energetisch höheres Licht müsste mehr Schaden nehmen, müsste ein bisschen langsamer sein und die großen Wellenlängen müssten schneller unterwegs sein. Und auf diese enormen Entfernungen, wir haben da Lichtquellen in der Astronomie, Blazare zum Beispiel, jetzt muss ich das auch noch erklären, ein Blazar, also wir haben einen aktiven galaktischen Kern und der liefert irgendwie gepulstes elektromagnetisches Signal. Und das sehen wir. Und das ist sehr stark und über größte Entfernungen hinweg. Und da müssten ja dann die einen Anteile schneller sein als die anderen. Und das wurde verzweifelt versucht, immer wieder herauszukitzeln. Da gab es auch mal einzelne Ausreißer. Aber das konnte dann nie wirklich verifiziert werden und wiederholt werden und nachgewiesen. Also im Augenblick geht es so ein bisschen im Grundrauschen der Statistik unter. Es sieht also so aus, als gäbe es diese Effekte nicht. Es ist sogar so, wenn wir diese Wellenlängen interferieren aus solchen Quellen, dann bilden sich da perfekte Interferenzmuster. Und die müssten ja verwaschen und da müsste ja alles Mögliche passieren, wenn diese Wellenlängenbereiche unterschiedlich gelitten hätten. Ja, das ist, da gab es diese große Schlagzeile mal, Hubble Pictures are too crisp. Also diese Hubble-Bilder über große Entfernungen auch. Natürlich ist es eigentlich viel mehr in Röntgenteleskopen der Fall. Aber Tatsache ist, diese Bilder sind zu scharf, als dass sie diesen Schaden hätten erleiden können unterwegs. Das ist ein echter Wirkungstreffer für diese Theorie. Mindestens so schwer wiegt aus meiner Sicht der Greisen-Sasepin-Kusmin-Cut-Off. Das ist eine Sache, da waren wir schon mal zu sprechen gekommen. Ich hatte Ihnen das schon mal gezeigt im Video der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also nochmal ganz kurz, worum geht's? Wir haben 411 Photonen in jedem Kubikzentimeter. Das sind einfach Relikte aus dieser Frühphase des Universums, wo die Energie so hoch ist. Diese sehr, sehr hohe Energie wird rot verschoben durch die Expansion. Aber es bleibt halt unterm Strich bleiben diese 411 Photonen immer noch mit 2,7 Kelvin sehr, sehr kalt. Aber die sind halt mal da. Und wenn jetzt ein Teilchen, so ein Proton, mit richtigem Rums durchs Universum saust, dann kann ich mich jetzt ins Bezugssystem dieses Protons stellen, dann wären ja diese Photonen extrem blau verschoben. Also aus dem Ruhesystem haben die jetzt nicht mehr 2,7 Kelvin, sondern da haben die viel, viel mehr Energie. Das ist wie so ein Kieselstein auf der Windschutzscheibe. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, da hat das Ding dann plötzlich ganz schön Impuls und richtet Schaden an. Das heißt also, auch diese Photonen richten jetzt einen Schaden an, wenn man so will. Und zwar geht dieses Proton jetzt eine Reaktion ein, weil es übermütig wird durch diese zusätzliche Energie. Die Energie kann es zum Beispiel in Form von Paarbildung nutzen. Da könnte ein Elektron-Positron-Paar entstehen oder irgendwas anderes. Das nimmt hier natürlich Energie weg aus diesem Gesamtsystem und könnte auch die Richtung dieses Protons beeinflussen. Also insbesondere leidet die Richtung dann bei Reaktionen, das Proton und dieses Photon werden zu einem Proton und einem neutralen Pion zum Beispiel. Da haben sie ganz viel Energie vertan in dieses Pion und bei dieser Reaktion, also typischerweise so 20% gehen da bei diesen hochenergetischen
Protonen geht da Energie verloren bei so einer Reaktion und die Richtung ändert sich. Ha! Wie wollen Sie da große Strecken zurücklegen, wenn Sie in so einer Reaktion mit hochenergetischen Teilchen hier die Richtung verändern? Es kann sogar sein, dass so ein Proton zu einem Neutron wird in so einer Reaktion. Dann haben Sie halt kein neutrales Pion, sondern dann müssen Sie natürlich ein geladenes Pion. Irgendwo muss ja die Ladung hin produzieren. In jedem Falle, und das ist jetzt der entscheidende Gedanke, durch diese Hintergrundphotonen, die liefern hier Energie, eine Reaktion, weil das Proton so schnell da unterwegs ist und draufkracht. Und jetzt ist es nicht möglich, für dieses hochenergetische Proton große Strecken zurückzulegen, weil es zwar mit wahnsinnig kleiner Wahrscheinlichkeit jeweils auf so eine Reaktion, nur zu so einer Reaktion kommt, aber diese wahnsinnig kleine Wahrscheinlichkeit, die ist hier und ein Stück weiter und ein Stück weiter und ein Stück weiter, weil überall sind ja diese Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und irgendwann passiert es halt dann früher oder später. Das ist so ähnlich, stellen Sie sich vor, Sie müssten ein paar Kilometer gehen, zurücklegen und müssten aber nach jedem Schritt würfeln. Und wenn Sie einen Sechser würfeln, haben Sie verloren, müssen Sie stehen bleiben oder die Richtung wechseln. Natürlich werden Sie einen Schritt machen, keine sechs würfeln, einen Schritt machen, keine sechs würfeln und Sie werden schon ein Stück weit vom Fleck kommen. Aber statistisch schaffen Sie es nicht über große Strecken. Das ist das, was den Protonen hier passiert. Sie legen eine Strecke zurück, jetzt kommt der erste potenzielle Reaktionspartner, viel, viel kleinere Wahrscheinlichkeit als ein Sechstel, aber im Prinzip müssen Sie jetzt hier würfeln und dann kommen Sie weiter, dann müssen Sie wieder würfeln, kommen Sie weiter, weiter, weiter und irgendwann passiert es. Das führt dazu, dass statistisch so bei 50 Millionen Parsec, also 50 Megaparsec, wird es kritisch und ab 100 Megaparsec sollte eigentlich kein Teilchen mehr mit einer Energie höher als so zwischen 4 und 8 mal 10 hoch 19 Elektronenvolt zu uns kommen. Wenn solche Teilchen mit höheren Energien hier aufschlagen, dann müssen sie aus näheren Quellen stammen. Die würde man dann ja kennen, weil solche brutalen Dinger, die sind ja die üblichen Verdächtigen gewissermaßen. Und wenn man jetzt tatsächlich sich mal, und das wird ja gemacht in großen Surveys, diese Energien der kosmischen Strahlung anschaut, diese Teilchen, die da kommen von da draußen, dann sieht man tatsächlich, aha, da sind wir hier mit hoher Energie dabei, sie haben wir mal so 10 hoch 14, 10 hoch 15, 10 hoch 16, aber das fällt dann immer weiter ab. Die Wahrscheinlichkeit, also wenn ich die Anzahl der Teilchen auftrage, die jeweils bei einer bestimmten Energie hier auf, mit einer bestimmten Energie auftreffen, dann machen die so ein Knie und fallen dramatisch ab hier auf der Skala von etwa 10 hoch 19 Elektronenvolt. Also die Teilchen, die mit solchen Energien, die so 6 mal 10 hoch 19 Elektronenvolt haben und hier nur auftreffen, also da sind wir bei einem pro 100 Quadratmeter pro Jahrhundert oder irgendwie so. Also das ist nichts mehr. Natürlich gab es auch da Ausreißer. Also da gibt so es so eine Beobachtung in Utah. Und ja, soll ich das noch erzählen? Also da gibt es, wie misst man sowas überhaupt? Das Photon oder was auch immer, dieses energetische Teilchen kommt in die Atmosphäre. Das misst man jetzt nicht direkt, sondern in der Atmosphäre löst es einen Schauer aus. Irgendeine Kaskade von Reaktionen. Durch diese hohe Energie ist viel Übermut im System, da kommt es zu Reaktionen. Das heißt, es klatscht irgendwo drauf in der Atmosphäre, dichtes Zeug in der Atmosphäre, und dann kommt es zu so einer Kaskade. Da kommen Elektronen und Neutrinos und alles Mögliche in Folgezerfallsreaktionen. Und diese Folgeprodukte, die kann man jetzt messen. Und dafür stellt man einfach in ganz großen Flächen, also Quadratkilometer große Detektoren auf. Das ist natürlich nicht jeweils ein Detektor, sondern das sind ganz viele kleinere Detektoren, die so ein Array dann spannen.
entweder Wasserbottiche, in denen dann irgendwelche Neutrino-Cherenkov-Spuren gemessen werden, wie wir das ja alles schon gesehen haben, zum Beispiel bei Super Kamiokande, nur sind das jetzt hier sehr kleine Wasserbottiche und die kann man über hunderte von Kilometern hier auf irgendwelchen Gebieten verteilen. Und solche Arrays gibt es tatsächlich. Es gibt in Japan beispielsweise dieses AGASA und eben in USA dieses FlyEye und dann gibt es ein High-Res FlyEye, da gibt es verschiedene solche Geschichten. Auf jeden Fall, die hatten ein Ereignis und zwar es nennt sich Oh My God Particle. Genau, weil das hatte über 10 hoch 20 Elektronen, also 3,2 mal 10 hoch 20 Elektronen Volt. Das ist natürlich Wahnsinn. Also in den USA hat man ja typischerweise diese Vergleiche immer mit den Baseballs, also ich glaube, der hat 140 Gramm ungefähr. Und dieser Baseball, wenn der mit 94 Kilometer pro Stunde unterwegs ist und bei ihnen aufklatscht, dann bringt er diese Energie mit, die dieses Elementarteilchen hatte. Das ist schon eine Ansage. Also dieses Oh My God Particle wäre jetzt ein Ausreißer, ist also jenseits dieses Greisenser-Sepin-Kusmin-Cutoffs, dieser paar mal 10 hoch 19 Elektronenvolt. Aber mit der Reproduktion, da sieht es halt schlecht aus. Also beim AGASA, ich glaube, da wurden sogar noch schnellere Teilchen auch mal gemessen. Und da geht man halt davon aus, dass die dann tatsächlich aus kürzerer Entfernung kommen. Wobei natürlich die Schleifen Quantengravitation, zurück zum Thema, voraussagen würde, dass tatsächlich hier eine Schwankung besteht bei dieser Wechselwirkung und dadurch wären andere Energieverteilungen bei diesem Greisenser-Sepin-Kusmin-Cutoff. Das heißt, es wären auch größere Energien möglich. Es käme auch zu einem Cutoff, aber der wäre eben später auf der Energieskala. Und dieses Oh-My-God-Particle wäre da zum Beispiel noch verträglich mit diesem Ansatz. Also das ist eines der wenigen Positivbeispiele, das man hier nennen kann, aber generell, wir sehen halt diesen Cut-off auf einer Energieskala, die nicht mit der Prognose im Allgemeinen der Schleifenquantengravitation zusammenfällt. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Beobachtungen sprechen hier einfach dagegen. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade aus meiner Sicht, weil das ist halt meine Theorie. Ich finde sie unglaublich sympathisch. Was ist denn natürlicher, als dass auch die Kleinzeit von Raum und Zeit irgendwie quantisiert ist? Macht doch Sinn in der gesamten Überlegung, aber es hilft halt nichts. Die Natur hat das letzte Wort und die Beobachtungen scheinen das rauszukegeln. Ja, ich weiß, das war jetzt keine leichte Kost, aber vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf. Wir haben tolle Systeme, wir haben diese Unendlichkeiten. Die Unendlichkeiten müssen raus, wir müssen irgendwo abschneiden, einen Boden einziehen. Und wir haben Probleme, dass diese Theorien, diese Modelle, die wir verwenden, sich überwiegend festhalten an einer fixen Raumzeit. Sie spielen auf einer festen Bühne. Einer dieser Player verbiegt diese Bühne und verarbeitet diese Bühne. Er nutzt sie als Feld. Um die unter einen Hut zu bringen, suchen wir nach einer Beschreibung, die davon losgelöst ist, die es erlaubt, auch diese anderen Theorien mit einem neuen Konzept einer Bühne zu versehen, um das Thema zu befrieden. Dieses neue Konzept nutzt man, indem man weggeht vom Hintergrund, also diese Background Independence, indem man ein frei wählbares Koordinatensystem fordert, indem man mit Bezügen arbeitet, nicht mit das hat einen absoluten Wert, das hat einen absoluten Wert, sondern das eine und das andere, die haben einen Bezug zueinander. Diese Bezüge muss man irgendwie modellieren, geschickt, um auch diese Krümmungen mit unter den Hut zu bringen. Da liefert ein Herr Ashtekar eine Variante mit Spinoren. Diese Spinoren erlauben es, die ART neu zu formulieren, sodass sie ein bisschen näher an die Quantenfeldtheorien heranrückt. Es gibt eine Möglichkeit, die Unschärfe zu modellieren über die
Schwankungen einer Metrik. Man separiert also Raum und Zeit in dieser symmetrischen Betrachtung der allgemeinen Relativitätstheorie über diesen ADM-Formalismus. Dabei stellt man fest, da gibt es eine wunderbare Gleichung, da kriege ich Operatoren, mit diesen Operatoren baue ich eine quantenmechanische Beschreibung und das nenne ich dann die Wheeler-DeWitt-Gleichung. Die lässt sich nicht lösen ohne weiteres, aber man findet eine Klasse an Lösungen, wenn man diese Ashtekar-Variablen nimmt, also diese Art und Weise dieser Spinorenverschleppung und diese Ashtekar-Variablen hiermit einbezieht in eine zyklische Form. Und aus diesen Gebilden setzt man dann eine neue Raumzeit zusammen. Dabei entdeckt man eine natürlicherweise eintretende Quantisierung. Und damit ist die Kuh vom Eis. Das Ganze funktioniert im Kleinsten wunderbar, leider nicht im klassischen Limit. Und das Ganze macht ein paar Prognosen, die entweder nicht erreichbar sind für die Experimente und da, wo wir sie erreichen, da klappt es nicht. Also das ist einfach doppelt schade, weil da stellt sich mal so eine Theorie dem Gerichtshof der Naturwissenschaft und dann kommt die Guillotine der Falsifikation der Beobachtung und des Experiments und dann überlebt die Theorie nicht oder fällt sie ihm zum Opfer oder die Befürworter sagen halt jetzt, ja, vielleicht gibt es irgendeinen anderen Effekt, der diesen GZK-Cutoff irgendwie anders modelliert und natürlich kann man sich da jetzt hin und her winden. Schön wäre es halt gewesen, ad hoc, das Ganze hätte sich irgendwie hier bewahrheitet in einer gewissen Form oder wäre eben nicht gleich falsifiziert worden. Andere Theorien, die stellen sich diesem Gerichtshof erst gar nicht. Die verschanzen sich gleich in einer Kleinstzeit, die keine Prognosen liefert, die irgendwie verifiziert werden könnten oder falsifiziert. Die überleben und treiben Blüten. Da sind wir dann beim nächsten Kandidaten. Den wollen wir uns ja auch noch vorknöpfen. Ein Beispiel dafür wäre die Stringtheorie. Aber ich würde sagen, von wilden Geschichten, da haben wir heute genug gehört.